So, ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit OBS. Irgendwie wollte das Bild nicht capturen. So, ich bin jetzt nochmal kurz mit der MetaQuest 2 über Steam VR. In Indes und ja. Hier funktioniert die Steuerung genau wie im Standalone-Game. Also liegt es doch an der Pico, beziehungsweise an den. Was? WLAN-Verbindungen unterbrochen? Ja, ist egal. Also liegt es doch an der Pico, beziehungsweise an den Bindings der Pico-Controller. Von hier treffe ich den anscheinend nicht wirklich gut. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach hingehe. So, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Pfeile nicht so weit fliegen, irgendwie. Kann natürlich auch Einbildung sein. Aber hier ist die Controllerbelegung auch perfekt jetzt. Obwohl ich jetzt hier auch in Steam bin. Also liegt es doch nicht an dem Spiel in Steam, sondern an den Controllern. Am Binding irgendwie. Das kann man, wie gesagt, einstellen. Ist jetzt nicht so weltbewegend das Problem. Kann man mit Sicherheit bei der Pico auch richtig einstellen. Hier habe ich jetzt deutlich besseren Sound, weil ich hier bei der Quest 2 das HTC, wie heißt das? Deluxe Audio Strap drauf habe. Da ist der Sound natürlich jetzt deutlich besser als mit diesen eingebauten Schlitzen bei der Pico. Aber Standard hat die Quest 2 ja auch nur die Schlitze. Ja, läuft. Ist das hier schlecht? Nee, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Pfeile nicht richtig fliegen, wie im Standalone. Nicht so weit, nicht so richtig irgendwie. Kann auch Einbildung sein. Aber zumindest ist die Controllerbelegung hier richtig. Ja, das meine ich. Also normalerweise im Standalone-Modus wäre ich locker dreimal drüben. Ich weiß nicht, ob das eine Einstellungssache ist. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Wollte ich zur Vollständigkeit halber einfach nur nochmal testen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Controllerbelegung bei der Quest jetzt genauso beschissen ist. Aber nein, ist sie nicht. Hier funktioniert es einwandfrei.
Aber interessant zu wissen. Da muss man bei der Pico halt mit den Bindings des SteamVR ein bisschen rumspielen. Wenn man es denn unbedingt auf SteamVR spielen möchte. Was ich, wie bereits mehrfach erwähnt, nicht empfehlen würde. Aber wenn man es schon auf Steam hat, gut, okay. Ne? Wenn man jetzt nicht unbedingt nochmal 30 Euro für Standalone ausgeben möchte, kann ich das verstehen. Ja, funktioniert auf der Quest. Sehr gut. Alles klar, bis dann. War nur ein kurzer Test. Ciao, ciao.